So, wir spielen ein bisschen Subnautica im Dunkeln. Und ja, ich habe das Spiel ein bisschen angetestet. Ach du Scheiße, Bruder, was? Ach du Scheiße. So, ich bin letztes Mal stehen geblieben, einfach ein bisschen gezockt. Wir haben ein bisschen Sachen, haben wir sogar schon. Und wir sind so im Midgame, glaube ich. Ich habe den Anfang ein bisschen gezockt, der hat sich ein bisschen gezogen. Wir haben sehr viele Sachen, alles was ihr hier seht, falls ihr Subnautica nicht kennt. Wir sind auf einem fremden Planeten und es ist alles voller Wasser. Auf einem Ozeanplaneten und wir müssen hier ganz viel tauchen und Sachen sammeln. Und ich glaube, das hier ist der zweite Teil vom ersten. Im ersten sind wir abgestürzt auf dem Planeten und mussten halt überleben und zurückkommen. Und uns halt Sachen sammeln, Sachen bauen, wie das U-Boot hier zum Beispiel. Und ja, im zweiten Teil sind wir nach den Ereignissen von dem ersten. Sind wir irgendeine Frau, die ihre Schwester sucht, nachdem der Kontakt hier abgebrochen ist. Also das war so eine, die erforschen den Planeten quasi und dann ist die Schwester von der, die wir spielen, verschwunden oder ist der Kontakt halt abgebrochen und wir gehen die jetzt suchen und ja, sind auf den Planeten hergekracht und müssen es überleben und man sieht halt an der Oberfläche absolut nichts. Ich bin auch fast blind und das Game ist giga creepy und hier gibt es sehr, sehr viele Viecher, die richtig gruselig sind. Ich habe mir eine kleine Base gebaut, aber nicht so viel. Also wir können das Game hier absolut mal zusammen durchzocken. Okay. Es gibt mehrere Biome quasi in dem Spiel, wo man überall Sachen sammeln kann, Erze sammeln kann und mit denen kann man Sachen bauen. Für die, die auf YouTube jetzt das ganze schöne Best-of davon ansehen. Was heißt Best-of? Ich lade auf YouTube auf jeden Fall die Stream-Highlights hoch oder die ganzen Streams vielleicht. Das feiere ich nämlich übel, dass man die ganzen Streams hochladen kann. Weil auf YouTube kann ich leider nicht streamen. Irgendwie ist die Quali richtig kacke. Falls ihr da irgendwie euch auskennt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ja. Apropos komische Viecher, da hinten ist das eine. Ja, wie gesagt, die Quali ist extrem schlecht beim Twitch, beim Dings-Stream, YouTube. Ja, ich muss zu meiner Base. Ich weiß gerade nicht, wo die ist. Irgendwo da. Hier gibt es auf jeden Fall eine Insel. Man kann sogar auf Land. Da vorne ist die Insel sogar. Ist gerade mies am Pissen, holy shit. Wir bleiben auf jeden Fall unter Wasser. Wir müssen jetzt aktuell was suchen, und zwar Rubine. Und ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich habe das Game, als es rauskam, vor 2 Jahren nochmal gezockt. Das erste ist auch geisteskrank. Das erste können wir eigentlich auch mal zocken, falls ihr die Spiele feiert. Ich bin so ein Fan davon. Ich will es auf jeden Fall auf 100% spielen. Oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Ich würde auf jeden Fall auf 100% spielen. Wir haben aktuell von Trophäen, habe ich bis jetzt nicht so viele gemacht, und zwar mit 20% 3 von 14, also wir müssen noch sehr, sehr viel haben. Wie zum Beispiel ganz viele versteckte Trophäen. Die sind alle, sind die alle versteckt? Nein. Niemals. Ah, doch, hier. Ne, die sind alle versteckt, oder was? Ja, perfekt, die sind alle versteckt. Ja, eigentlich habe ich die schon auf Platin gezockt, aber es ist die PS5-Version. Also spielen wir die jetzt einfach mal auch. Ja, das ist meine kleine Base. Recht süß und irgendwie spawnen die doch. So, und ich würde schon mal antesten. Was, also ich habe meine Base hier an einer Ecke gebaut, ne? Ups. Und was hier vorne im Abgrund rumschwimmt, wollt ihr nicht wissen. Wir können uns mal hinwagen. Also da oben ist die Insel. Hier ist meine Base. Das ist mein Fenster. Und hier geht's runter in eine Riesenschlucht oder in einen Riesenkrater. Und ich kann euch mal zeigen, was da gleich herumlungert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hört man's? Dieses Vieh bewacht diesen ganzen Abgrund. Holy shit. Das ist so todeslaut, das Vieh eigentlich. Also theoretisch kann man sich hier an der Seite runterhangeln. Das Vieh bewacht das aber die ganze Zeit. So ein abgefuckt fettes Vieh. Holy shit.
Digga, ist einfach so ein. Es kommt aber gefährlich nah, Mann. Oh mein Gott. Wo ist meine Base? Gott sei Dank, Alter. Okay, wir gehen erstmal nicht da näher ran. Das Vieh können wir auch nicht töten oder so. Das ist einfach da, um mich zu ficken. Habe ich irgendwas, was ich hier reinsetzen kann? Eine leere Batterie. Joa. Wir können uns eine Hydraulikpatrone bauen. Was bringt das? Ich habe keine Ahnung. Was können wir uns noch bauen? Ich habe irgendwelche Sachen gefunden. Ein Thermoanzug. Schutz vor Kälte. Ja, Pirscherfell, okay. Handschuhe. Thermohaube. Standard-Tauflasche. Nee, das ist alles Arsch. Also, der einzige Way, den wir jetzt haben, ist, dass wir weiterkommen. Mein Gott, man sieht das Vieh aus der Base raus, Alter, das ist creepy. wir müssen. Ich suche das Scannerraum, da können wir mal Sachen scannen. Wir müssen unser fucking Train upgraden. Und zwar haben wir hier oben. Wir können den Abteil hinzufügen, das ist wie ein kleiner Zug quasi. Oh mein Gott. Gott, Alter, was bist du? Ja, wir können hier quasi an der Baustation hier unseren ganzen crazy Stuff aufbauen, aufleveln. Hier Frachtabteil, das habe ich sogar alles da. Fabrikatorabteil ist unbekannt. Plastalbahn, Kabelsitz und Blei. Den machen wir jetzt einfach mal. Boah, Digga, die Sounds in dem Spiel sind so gottlos. Das ist so bodenlos, hier das Spiel. Ich mach's noch ein bisschen lauter für euch. Ups. So, ein bisschen lauter jetzt mal. Ist auch für mich auch lauter, das ist ein bisschen Arsch, aber. Also wir brauchten dreimal Blei. Kupfer lasse ich mal hier. Kreaturenei. Ist auch riesig, Alter. Holy shit. Ganz viele. Oh mein Gott. Wir brauchten normalen Kabel erweiterten. Ich weiß es nicht. Und einmal Plastalbahn oder so. Wo waren die denn? Da unten. Dann bauen wir jetzt erstmal das nette Frachtabteil. Boah, die Schreie hören sich so mies an, Alter. Heilige Mutter Gottes. Lass mich hier drauf, bitte. So, vor uns ist auch die Insel. Die seht ihr ja ganz, ganz minimal. Die Sounds sind es einfach. So, wir bauen uns das Frachtabteil. Nächstes Upgrade für unseren freshen Zug. Und wir können den anderen mal holen, dass wir den andocken können. Der wird nämlich fertig gemacht. Der muss irgendwann hier runterplumpsen. Da kommt er. Und den können wir, glaube ich, andocken. Oder wie macht man das? Wie dockt man den an? Rückwärts gegen? Nein. Passt irgendwie noch nicht so. Oh mein Gott. Komm nicht näher, bitte. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, mein Herz. Oh mein Gott, ich dachte, das fickt mich. Ja, du kommst. Oh, du kommst auch irgendwie näher. Wie mache ich das hier, Mann? Bros? Wie kann ich das da dran knipsen? Komm. Knopf dich dran. Es connectet sich nicht. Warum? Muss es hier von der Seite sein? Jetzt. Ja, es ist dran. Oh mein Gott. So, wir haben einen Frachtabteil jetzt, ne? Mein Gott, es ruckelt. So, wir haben jetzt mit unserem Mobil ein Frachtabteil. Wir können jetzt sogar aussteigen und hier drin rumlaufen. Das ist geil. Wir haben sogar Kisten. Das ist sehr, sehr geil. Machen wir mal Medkit. Ja,
eigentlich, warte mal, Energiezelle, die könnte ich auch mal austauschen mit der hier. Da haben wir wieder neuen Saft. Wir bräuchten noch mal ganz gediegene Energiezellen-Dings. Ladestation. Tiefenmodul. Tiefenmodul 2. Ich habe das erste noch nicht mal. Ja, wie kriege ich das erste Spiel? Das sind Synthetikfasern. Ach du Scheiße. Ja, perfekt, Digga. Ja, wir können keine Energiezellen reinmachen. Das heißt, wir brauchen. Wo ist denn das? Gibt es nicht so ein Bauwerkzeug? Reparatur? Wo ist das? Da! Ach du Scheiße, das ist viel laut. Holy shit. Das Kreaturenei klatschen einfach mal in die Kiste. So, ich muss aber. Wo mache ich das? Neue Batterie reinklatschen. So, und jetzt können wir bauen. Wir haben eine Schweberampe, wir haben einen Raumtrenner, ist auch neu. Wir haben, okay, Raumtrennertür. Da, Lithium zweimal, das haben wir sogar. Ganz, ganz easy going. Los, packt. Lithium. Zack, zack. Und die haben wir auch. Let's go. Zweimal dies. Und da kommt die leere. Das ist Thermoskanne. What the fuck? Warum haben wir eine Thermoskanne, Alter? Da kommt die hier rein und wird geladen. Perfekt. Wir haben die Mehl da und so eine Scheiße, Alter. Wie viel Müll wir dabei haben. Aber was bringt die Thermoskanne? Verstehe ich nicht. Komm, nehmen wir die. Ja, okay, nehmen wir die Thermoskanne mit. Wir nehmen auf jeden Fall ein paar Titanen mit und gehen jetzt mal auf Erkundungstour. Hydraulik. Ach, Hydraulikpatrone brauchen wir für die Brücke auf dem Land. Falls ihr das Spiel kennt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr es auf YouTube seht. Das wird auf, denke ich mal, Uncut kommen. Ja, mir fehlt noch einmal das Fabrikatorabteil von der Scheiße. Ich glaube auch weiß, wo es ungefähr ist, aber es ist so arsch, das zu bekommen. Was macht der so Geräusche? Ja, okay, wir können uns einmal eigentlich vortrauen. Wir brauchen das Tiefenmodul 1. Ich weiß nicht, wo es ist. Fuck, ich hätte eins anpflanzen sollen von der Scheiße. Das ist Arsch. Geht das okay? Dann habe ich mal gehört, wir gehen jetzt mit unserem fetten, geilen Mobil on Tour. Packen uns da mal was rein, was wir nicht so brauchen im Inventar. Vielleicht eine Bottle Water wäre auch mal ganz geil. Warte mal, kann ich hier auf was reinbauen? Darf ich das? Kann ich das? Ich glaube nicht. Es ist gesperrt, ne? Verdammt. Dann müssen wir uns gerade noch mal ein paar Flaschen Water mitnehmen. Von den netten Fischis, die Wasser geben. Hier gibt es nämlich so ganz coole Fische, die einem Wasser droppen. In dem komisch abgestützten Ding waren wir schon, da ist nicht so viel drin gewesen. Hier. Diese komischen Blasenfische, die geben. Man kann die umfabrizieren zu Wasser. So kleine Water Bottles. Aber wenn ich auch finden würde, hier schwimmt kein Vieh rum. Crazy.
so normale Fische. Ich brauche die richtigen. Boah, das ist schwierig. Hier war mal alles voll damit. Ja, perfekt. Einfach nur einen. Da ist noch einer. Hab dich. Da ist noch einer. Ja, wir haben die Seebahn. Wir haben noch eine Energiezelle, die auf 100. Ja, die ist stabil. So, wir gehen jetzt einfach mal. Was erkunden. Das ist alles zu tief. Also, wir müssen erstmal Abteile. Wir müssen erstmal Abteile finden. Nicht Abteile finden. Das auch. Aber es gibt noch einen Abteil, so ein Frachtabteil. Nee, nicht Fracht, irgendwie was anderes. Für diese Seebahn, die wir haben. Und dann müssen wir das upgraden und dann kann man noch so ein Upgrade machen, dass sie tiefer tauchen kann. Das wollen wir natürlich auch. Und ich muss auch mein Mikro ein bisschen näher ran machen, damit ihr mich auch besser hört. Ja, das Game hat es auf jeden Fall in sich. Vor allem Jumpscares und die ganze Kacke unter Wasser, das ist giga gruselig einfach. Wir müssen den ersten Part, den zocken wir wie gesagt komplett durch auf meinem Kanal. Das ist einfach ein Spiel. Ist auch schon ein bisschen älter und das kennt ihr bestimmt, aber ich liebe das Spiel. Ich liebe beide Spiele davon. Das erste war noch besser. Das erste war geisteskrank geil. Und das zweite ist, aber das zweite hat was. Also es gibt ein bisschen mehr Sachen. Und ich glaube, wir sind schon da, wo wir hinwollen. In diesem komischen Wirrwarr hier. Hier gibt es ganz, ganz unten. Hier gibt es die Teile von dieser Bahn, die wir gerade fahren. Oh mein Gott, die Bahn hat auch Lebensanzeigen. What the fuck? Die müssen erstmal kurz ganz gediegen reparieren gehen. Ja, aber hier unten. Wir sind schon fast ganz unten dran. Hier muss es irgendwo noch so ein paar Teile geben. Hier geht's noch weiter runter. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ja, wir sind aber auf 143 Metern. Wir sinken nicht, ne? Nee, also wir reparieren mal ganz gediegen. Können wir die von... Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. So, wir müssen auf jeden Fall so tiefer wir tauchen. Also wir müssen ein Upgrade machen, damit unser Ding hier tiefer tauchen kann. Und dann... Oh mein Gott. Hier schwimmen auch irgendwelche Haie rum. So. Ich würde sagen, wir nehmen kurz, ganz kurz einmal Luft. Diese scheiß Kirche, ich hab Fenster auf, sorry Leute. Ihr hört einfach mal ein bisschen Glocken läuten. Ist mir aber relativ egal. Hier drin ist 800 Grad warm. Ich weiß nicht, wie es bei euch heute war, aber die Tage war es geistkrank warm, ja. Ich hasse diesen Sommer hier in Deutschland. So, hier gibt es ganz viele lustige Sachen, habe ich gehört. Wir müssen ganz nach unten. Warning. Passing 200 meters. Oh, da ist was. Oxygen efficiency greatly decreased. Ein Seebahn-Logbuch. Genau das wollten wir. So, hier gibt es nämlich ganz, ganz crazy Shit. Und an den Kollegen wollen wir, glaube ich, nicht geraten. Der fickt uns nämlich komplett. Wir wollen einfach nur kurz hier abchecken. Oh mein Gott! Schwimmen! Die Blasen geben uns, by the way, Luft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga, Oh, Junge. Ja, jetzt muss ich gerade nochmal Luft holen, glaube ich. Weil das hier ist sonst zum Scheitern verurteilt, der Run oder der Try. Oder? War denn der gemeint? Ja, doch. Ja, ich hole besser nochmal Luft. Boah, mein Gott. Aber warte mal, wir können mal gucken, ob es hier. Wie heißt das Game? Subnautica. Also Subnautica Below Zero, das ist das zweite Paar, die wir gerade zocken. Das erste Game heißt nur Subnautica. Das hier ist das zweite quasi, spielt danach. Aber es ist todesgeil. Ich liebe die Spiele. Die Spiele sind einfach geil. Weil wir müssen irgendwas hier finden, in dieser Höhle. Aber ich hab's noch nicht gefunden, irgendwas... Eigentlich müsste es übel easy zu finden sein. Danke dir. Ich gebe mein Bestes. Hey, was machen die Stinke da?
Ja, da war eine scheiß Hasenrinne rum. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, hier ist unsere Bahn schon. Let's go. Ja, ich hab mal so einen kleinen Late-Night-Stream. Kommt ganz geil. Könnte geil kommen. Ich weiß nicht, passt das von der Lautstärke eigentlich hier bei euch? Also hört ihr es gut? So, ein bisschen was süppeln. Den Fisch will ich jetzt... Komm, den fress ich einfach. Den fress ich einfach so aus dem Meer gefischt. Hau ich mir den Fisch da rein. Mm. Warning. Passing 200 meters. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's rund. Wir dürfen nicht in so Haie reinschwimmen, die hier rumschwimmen. Die können uns richtig fecken. Da hinten ist einer. Oh mein Gott, da oben ist einer. Ja. An sich easy going. Aber ich weiß nicht, was wir hier suchen sollen. Ich habe original keine Ahnung. Hier gibt's Diamanten, das weiß ich. Das ist ganz, ganz gut zu sammeln. Wir brauchen aber erstens, wir brauchen Rubine. Ich habe davon gar keinen Plan, wo Rubine sein sollen. Und wir brauchen, hier gibt es irgendwelche Teile von unserer Seebahn. Oh, scheiße, Digga. Oh, lass mich los, Digga. Oh mein Gott. Oh, ich werde gesandwiched. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hi. Oh mein Gott. Fick dich. Verpiss dich. Was bist du? Fabrikatorabteil, das brauchen wir. Oh mein Gott. Ja. Ja. Ja, das brauchen wir. Hier ist noch so ein Teil. Was bist du? Frachtabteil. Haben wir schon. Okay, scheiße. Das war es aber, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt aber nur... Fuck, ich habe gleich keinen Sauerstoff mehr. War das alles, was wir hier holen? Wir müssen irgendwo weiter oben. Und da kriegen wir, glaube ich, eigentlich das erste Upgrade. Was wir eigentlich schon... Das habe ich nie am Anfang gefunden. Schon die Luft holen. Sonst verrecken wir noch. Also es gibt ein Upgrade-Modul, damit wir tiefer tauchen können mit unserer Maschine. Und das müsste irgendwo hier sein. Nur ich habe keine Ahnung wo. Ich hoffe, wir kommen keinen Hai hinterher. Oh mein Gott. Das Game ist so stressig, ehrlich. Aber es ist so geil. Ach stimmt, wir können unsere Früchte fressen. Diese OP-Früchte. Ups. Hallo? Danke. Ja, Titan. Ich pack mal alles in die Kiste. Wir haben nämlich Laserschneider, Reparaturwerkzeug. Das brauchen wir alles erstmal nicht so krass. Aber ich würde mal sagen, wir schwimmen erstmal hier ein bisschen rum. Wir brauchen nämlich dieses eine verkackte Upgrade. Das dürfte nicht so tief liegen eigentlich. Das macht sonst gar keinen Sinn, weil man braucht es ja theoretisch direkt am Anfang. Gehen jetzt. Da ist so eine Station. Hier ist auch was. Das Ding müsste irgendwo hier rumtrollen, oder bin ich jetzt... Schwierig. Waren wir nicht eben in der Höhle hier schon? Ne, hier waren wir noch nicht. Aber hier gibt es ganz viele Pflanzen. Sauerstoffpflanzen. Wait a minute, hier gibt es auch die ganzen... Die Eier nehmen wir auch mal mit. Können wir jetzt später unsere ganz eigenen... Viechis farmen. Aua, das war irgend so ein Selbstmordfisch, das ist so ein Creeper hier in dem Spiel. Digga, ich weiß nicht, wo wir hin sind. Was passiert hier? Das kann nicht sein, dass so ein... Das ist safe so ultra einfach. Das ist auch safe weiter oben. Bin ich mir sicher. Weil hier kann es irgendwie kann es hier nicht sein. Das macht irgendwie keinen Sinn hier. Die Anfangszelle haben wir gefunden hier. Von der gesamten U-Boot-Kacke da. Das muss aber... Also ich weiß nicht. I mean, wir sind schon fast... Warte mal. Ich brauche euch, Kollegen. Ich kann nicht richtig gut nehmen, Alter. Holy shit. Joa. Ne? Die macht irgendwas richtig miese Töne. Nimm kurz nochmal Luft. Warning. Oxygen efficiency decreased. Da ist ein Hai, okay. Wir sind aber schneller mit unserem Ding hier. Oh mein Gott. Ja, wir sind schneller. Gut.
Ich glaube, ich müsste mal for real googeln. For real googeln, wo wir dieses Tiefenmodul finden, weil wenn wir das gefunden haben, geht's richtig rund, weil das, da können wir doppelt so tief tauchen. Ich habe sonst gar keinen Plan, wo wir das finden, das Ding. Oh mein Gott, warte mal. Das haben wir freigeschaltet bekommen. Sobald wir das Fabrikator-Teil... Da ist es. Okay, never mind. Wir finden das nirgendwo. Wir kriegen es automatisch, wenn man das eine Teil Abteil gefunden hat. Jetzt müssen wir gerade nur noch zurück zu unserer Base. Wo ist die Scheiße? Oh mein Gott. Ja. Da hinten. Nee. Ups. Was ist da? Landeplatz? Ach, es ist auf dem Wasser gewesen. Da ist unsere Base, das Grüne, ne? Ja, wir müssen erstmal jetzt das Tiefenmodul bauen und dann können wir heftiger tauchen gehen. Ich schwöre bei Gott, hier in der Nähe muss es doch eigentlich Rubine geben. Ne, also wir müssen jetzt mal gucken. Also, wir sind erstmal zu Hause. Wir müssen erstmal dann den Kram machen. Muss das Tiefenmodul bauen. Die Sachen können wir eigentlich hier drin lassen, ne? Juckt. Das Game will ich durchzocken. Also das Wichtigste ist mal Wasser. Und Wasser geht immer übelst schnell weg. So, wo gibt's denn hier Rubine? Oh, da. Direkt bei unserer Base. Natürlich. Ich hoffe, ihr feiert den Late-Night-Stream ein bisschen. Ist ganz, ganz nice. Was brauchte ich dafür nochmal? Ich glaube, irgendwas mit emergierten Glas oder so eine Scheiße. Das ist so dumm. So, kurz mal das saufen. Da sind wir wieder full. Wir brauchten Seebahn. Wo baut man das denn, das Modul? Das baut man doch gar nicht. Hä? Aber, oh mein Gott, halt's mal. Ah, das erste baut man hier. Das hatten wir die ganze Zeit schon. Plastalbahn, das haben wir sogar. Und zweimal immer geht es Glas. So, einmal Plastalbahn. Wir brauchen bestimmt Glas, ja, aber was, wie baut man immer geht es Glas? Das ist so ein dummes Rezept. Blei und Diamant. Haben wir. Das haben wir so sehr. Das haben wir sowas von. Gott sei Dank, genau passend. Zweimal Glas. So. Und let's go. Vielleicht können wir das zweite Tiefenmodul auch schon bauen. Ah ne, da brauchen wir Synthetikfasern und Rubine, die haben wir noch nicht. Aber wir können ganz gediegen jetzt, wenn ich wüsste, wo man die Erweiterung reinpackt. Da an der Seite. Ja. Schwupps. Kreaturenei, was ein unbekanntes Ei. Will ich dich ausbrüten? Das ist, glaube ich, ein Hai. Ja, ich habe auch kein, Ach du Scheiße. So, ich werfe das einmal ganz gediegen hier irgendwo weg. Das schlüpft ja irgendwann, aber juckt. So, wir fahren jetzt ein bisschen Rubine sammeln. Ich hätte auch hinten einstellen können, ne? Ja. Okay, wir gehen jetzt mal rein. Zu unserem Kollegen hier, der rumschwimmt. So, dem Big Baba Boo-Fi. Aber hier, genau hier an der Kante, spawnen schon Rubine. Alter, ich kack mich zu. Das Ding sieht noch so klein aus, ne? So wie bei Findet Nemo, Digga, dieser Wal. Junge, ich kann das nicht mehr. Oh, bitte lass die Rubine spawnen. Bei YouTube stand das da. Wir können aber 300 Meter tauchen jetzt. Das ist big. Doppel. Es gibt mehrere. Heilige Mutter Gottes. Wenn ich mich totstelle, sieht es mich?
Es gibt mehrere. Wir gehen runter. Oh mein Gott. Bis hierhin hätten wir schon letztes Mal gar nicht mehr tauchen können. Oh mein Gott. Lebt das Vieh? Es ist eine Riesenqualle. Wie krass. So, an sich könnten ja schon mal Rubine spawnen an der Wand. Scheiße, Digga. Hier The Vent Garden harvests geothermal energy to nurture the life that grows within. das Ding lebt. Das ist eine Riesenqualle. Und lebt von Wärmeenergie. What the fuck? Kann man da reinschwimmen? Wie sieht das so? Oh mein Gott, das Vieh kommt näher. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das Dumme ist, wir können nicht ganz nach unten bei der Riesenqualle, weil wir können auch nicht so tief tauchen. Oh mein Gott, das Game ist krass. Das habe ich voll vergessen mit der Qualle. Ja, aber Rubine könnten hier mal Spawn spielen, oder nicht? Ich will doch einfach nur ein paar Rubine haben, Mann. Ich wollte jetzt nicht die Qualle erforschen, aber ist doch schön und gut, ne? Aber ich will einfach nur hier überleben, so, ne? Oh, Haie gibt's ja auch noch. Das gibt's ja eigentlich nicht in dem Loch. Also, wir gehen mal runter. Hier gibt's ganz viel abgefuckte Scheiße. Das haben die so gut gemacht, ne? Von außen sieht das Loch so richtig die so dunkel aus. Und wenn man da drin ist, wird's halt heller, ne? Das hat richtig geil gemacht. Irgendwie sind Rubine hier ein bisschen selten, Mann. So tiefer können wir auch nicht. Tiefer wird es irgendwann nicht mehr, weil sonst geht unser Schiff flöten. Aber wir können. Ich habe so Bock da. Oh mein Gott, da ist auch noch so eine Riesenqualle. Können wir diese Qualle scannen? Ich will diese Qualle scannen. Ich muss mein Gerät aber irgendwo abseits parken. Weil es wird sonst von diesen riesen Kalmar-Hai-Viechern gebumst, glaube ich. Junge, wie tief geht's eigentlich runter? Das ist so creepy, das Ding. Ja, ist ja gar nicht mehr die Oberfläche. Es ist mega geile Orientierung, wirklich. Bombe. Hier gibt es sogar eine Höhle. Warum gibt es hier Höhlen? Oh, wait. Oh, wait. Ah, ne, es sind Fische, die rot waren. Es gibt zwei Riesenquallen. Oh mein Gott, halt's Maul. Ich dachte, es gibt nur eine. Es gibt mehrere Riesenquallen. Oh mein Gott. Und wie viele Viecher hier rumschwimmen. Ich würde mal sagen, ich stopp mal einfach hier. Ich mache den ganzen geliehenen Parker. Und geh mal hier raus. Warning. Passing. Kurz speichern. 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ein Wärmekraftwerk. Oh mein Gott, das ist so big für unsere Base. Ja gut, haben wir schon. Kann man euch alles scannen? Ich will alles scannen hier. Ich muss alles scannen für meine 100%ige Trophäe. Wirbelkragen, den nehme ich. Alter, what the fuck? Was ist das hier? Ich höre die ganze Zeit irgendwie flüstern. Ein hartes Kelch haben wir auch mit. Alles scannen wir hier, alles. Rising temperatures detected in mineral-rich fissure below. Was für ein Ding? Ein Riss wird festgestellt. Ach, das Ding sitzt genau, das saugt hier diese Wärmeenergie auf. Ah. Warning. Ja. 30 seconds of oxygen Ich bin remaining. wieder am Sack. Digga, das Game ist so gruselig. Warte mal, ey. Oxygen. Boah, fast erstickt. Digga, ich habe auf einmal mein Frachtabteil in der Hand gehabt. Ich hab's wieder angekoppelt. Digga. Wurden wir angegriffen? Was ist passiert? Und wieso beschützt das Vieh das? Wurden wir angegriffen? Hallo? Nee? Habe ich dich schon mal gescannt? Nein, ich kann mal gar nicht scannen. Ah, dich habe ich noch nicht gescannt, oder? Doch, habe ich. Das ist, ich habe Bock da irgendwie reinzuschwimmen. Aber ich werde safe sterben, oder? Ich muss einfach mein Spiel neu starten. Ich hau jetzt noch eine Batterie hier rein. Geh kurz einmal
Durchatmen. Ich gehe speichern und dann schwimme ich in diese Qualle rein. Ich will wissen, was es ist. Ich schwimme das einfach rein. Kann man da dort reinschwimmen? Schwimme ich dann in sein Maul oder was ist das? Eine Kolossqualle. Mein Gott, scan schneller. Boah, es ruckelt wie Sau. Oh mein Gott. Danke, Spiel. Kann ich da rein? Kann ich nicht reinschwimmen? Halt die Fresse, ich bin in der Qualle drin. Wie komme ich hier raus? Oh mein Gott, es will mich abknabbern. Es will mich abknabbern. Oh mein Gott, wie komme ich hier raus? Wieder da durch? Junge, what the fuck? Was passiert hier in dem Spiel? Ja, ich bin fast da. Alter, warte mal, ich kann so dieses eine Feeder abscannen. Das hat richtig Bock auf mich. Oxygen. Das hat so Bock. So wie das mich anknabbern wollte. So, jetzt machen wir Neues. So, die Kacke haben wir gescannt. Jetzt schwimmen wir das straight rein. Locken dieses heftige, fette. Oh, hat's mich gesehen? Digga, what the fuck? Wir schwimmen einfach in sein. Weiß ich nicht was. Ganz krasse Scheiße. Die besteht aus Wasser, also innen drin. Wäre cool, wenn die aus Luft bestände. Was gibt's hier drin? Wickelpilz. Oh, wait a minute, das brauchen wir. Das können wir abbauen. Für irgendwas ist das nützlich. Wickelpilzstück, ja. Oh mein Gott, Digga. Crazy Scheiße. Crazy abgefuckte Scheiße. Wo ist mein Bus? Wo ist mein Bus? Da ist mein Bus. Oxygen. Doch, das wird eine enge Nummer. Das wird eine enge Nummer. Ich glaube, wir sind dead. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Okay, das war so viel Stress. Wir haben das hier gemacht. Ne? Wir haben hier unseren Wickelpilz. Da sind wir jetzt einfach glücklich mit. Beiseite. So. Meine eigentliche Hauptmission war hier nicht zu erkunden, sondern einfach fucking Rubine zu sammeln, die hier gottverfickt nicht spawnen. Es ist crazy. Hier spawnen wirklich nichts. Nichts, was ich brauche, Spiel. Nichts. Ah, Jesus Maria Mutter. Jesus Gottes Maria Mutter arm. Scheiße. Oh mein Gott! Verpiss dich! Lass mich in Ruhe! Boah, es hat uns so gefickt. Habe ich eine so Notfalldüse oder so eine Scheiße? Oh mein Gott. Ich habe mich so erschrocken, heilige Mutter. Holy. Was bist du denn? Verfolgt es das? Da unten. Ich drücke jetzt einfach nur auf Aufsteigen. Wir gehen sowas von hoch. Da hinten ist unsere Base. Ich sehe die Oberfläche. Alter, hier ist ja nichts. Hier ist ja. Das ist so creepy, ne? Ey, das ist so krass. Das ist. Alter. Okay, hier kommen wir langsam wieder an dem Rand an, dieses abgeschützte Flugzeug, ne? Das ist unsere Base. Oh, bitte, Riesenvieh, verpiss dich einfach. Komm mir nicht zu nah. Kein Bock auf dich. Ich will einfach runter. Ach du Scheiße, das ist viel fast geholt. Ja, wir gehen erstmal eine Reparaturtour machen. Das hat keine Ahnung warum. Aber es hat. Nee, das hat nur unseren Vorderteil gefickt. Oh mein Gott. Das hat uns einfach umgeturnt. Aber das war, glaube ich, noch nicht eines der großen Sachen. Es gibt noch, glaube ich, noch größere Viecher in dem Spiel.
noch sehr, sehr viel größere Sachen in dem Spiel. In dem ersten Teil waren es auch so riesen Viecher. Die waren bodenlos, die Dinger. Diesen Pilz können wir mal da reinmachen. So, jetzt gehen wir erstmal einfach auf Tour. So, wir gehen auf Tour. Und zwar gehen wir mit unserem Gerät zu dieser einen... Oh, wie ich mich drehen muss. Wir gehen zu dieser einen Pilotin. Wir haben irgendwann mal am Anfang vom Game haben wir irgendeinen Funkspruch bekommen und den gehen wir jetzt mal abklappern. Hier ist das abgeschützte Raumschiff, da waren wir schon. Ich fress mal gerade einen Keks. Hat die sich verschwommen? Ey, Kollege Schnürschuh. Du wohnst eigentlich ganz woanders. Und du wohnst da hinten. Ich will dich kennen. Hallo. An sich sind die cool. Aber groß nicht. Groß sind die abgefuckt, krass gruselig. Boah, der Keks schmeckt richtig Arsch. Und so ein American Cookie mit Haselnuss. Der mir riecht kacke. Boah. Wir schwimmen einfach mal, ne? Ich hab keine Ahnung, wo wir hinfahren. Wir schwimmen einfach. Den hier machen wir. Aha. Mhm. Gar nicht abgefuckt gruselig oder so. Ja. Perfekt, der Hai wäre tot. Der lebt noch, perfekt. Wir paddeln jetzt einfach hier durch das Loch. Vorher wir den Funkspruch hatten. Ja. Ich bereue es jetzt schon, aber das ist irgendein Teil, was es drin kann. Oxygen efficiency decreased. Halt's Maul. Was gibt's hier? Sehbar Nachbrenner. Oh, Nachbrenner, das ist richtig geil. Wie viele Teile brauchen wir davon? Zwei. Zweimal scannen haben wir das. Ah, wo ist das zweite? Das war so ein komisches Nest, ne? Hier ist noch ein Nest. Ja, ich sehe schon. Das ist auch so ein Nachbrenner-Ding, oder? Ein Zugkraftmodul. Was ist das? Auch eins von zwei. Jetzt geht's rund mit unserer Bahn. Jetzt gibt's Upgrades. Dicke Upgrades. Kurz mal Luft holen. Ich. Rubine! Ja, moin. Einfach so. Ach, oh Gott. Es ist am Ruckeln. Tauchflasche mit ultra hoher Luftkapazität. 1 von 3, Digga. Ich kacke ab. So, wir müssen alles einmal scannen. Ich will das Game auf 100% ballern. Ey, hier sind so viele Rubine. Es macht so Spaß jetzt. Wir können endlich sowas von neue Sachen bauen und ganzen Shit. Ein Krebs-Wärmereaktor. War Krebs nicht? Boah, Digga, was liegt hier alles rum? Krebs war eigentlich, glaube ich, das war so ein... Es gibt hier so einen Roboter, mit dem kann man auch diese Erze abbauen und sowas. Und das heißt Krebs, glaube ich. Was hast du hier? Hast du noch irgendwas zu abscannen? Ich glaube, hier waren wir, oder? Ey, da, ich hasse sowas. Das ist so richtig... Wir müssen zurück. Wir ersaufen sonst richtig elendig gleich. Das ist so verwinkelt hier, ich kacke ab. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Nein. Nein. Nicht abkoppeln, ich hasse das. Koppelt's an. Koppelt's wieder an, Mann. Danke. So. Das sind diese kleinen Dinger hier. Das sind Seekobolde. Die kleinen süßen Fratzels. Und die klauen einem Sachen und bringen die zu diesen Nestern. Das sind immer...
quasi aus den Nestern finden wir immer neue Upgrades. Weil die anscheinend immer diese Sachen gefunden haben im Meer und dann da hingebracht haben. Hier ist. Oh ja, das sieht nach einer. Das sieht gediegen nach einer Luftflasche aus, oder? Nee, es ist ein Werbecharakter. Wo zum. From what? I don't even know who you are. Oh mein Gott, eine Base. You're on my turf. Great. Can I come in and warm up? What part of go away do you not understand, Altera? I'm not with Altera. So, kannst du eine Runde abschwimmen? Ich wollte eigentlich noch die ganzen Upgrades haben. Die gehen wir aber gleich suchen. Wir haben gerade einfach von einer anderen random Überlebenden, die hier chillt, die Base gefunden. Dann gehen wir jetzt mal rein und gucken und sagen dann mal Hallo. Ah, wir können nicht mit dem Gerät hier mittauchen. Das ist beschissen. Ja, die Rubine mal safen, bevor wir verrecken. Kurz einmal gefressen und getrunken. Jetzt gehen wir ab und runter in die Base von der Alten. Wo müssen wir hin? Na da, ne? Oh yes. Boah, der hat eine richtig fette Butze hier, Alter. Oh mein Gott, mit Glasdach. Holy shit, Mann. Oh, hier finden wir den Krebs. Oh, Tauchdock. Oh mein Gott, Tauchdock ist richtig OP. So, wir, es gibt hier auch so eine Organisation, die heißt Altera. Und die sind irgendwie nicht so ganz geil. So eine komische Organisation und die denkt, wir wären davon her und die hat jetzt so ein krasses Dings. Warte, ich muss das trinken, Alter, der Keks. Ich hoffe, das mit dem Ton passt euch, ne? Also schreibt es einfach in den Chat oder in die Kommis, ob der Ton kacke ist. Oh mein Gott. Was bist du? Oh, moin! I told you to stay off my land. You trained that thing? Next time I'll let him tear you to ribbons, Altera. Was hat sie da für ein Skelett, Digga? I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. If you're not Altera, why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. There's some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. Oh, süßes Hundi. Der versperrt mir einfach den Weg. Also, warte mal. Schneefuchs. Ach, das haben wir auch. Das ist wie so ein Testüberbrückung. Ein Schneepirscher. Okay. Wir scannen mal alles einfach ab, ne? Einer großen Glaskuppel. Oh mein Gott, da können wir alles selber bauen bei uns. Wir können unsere eigene Base so bauen. Das ist geil. PDA. Aufzeichnung. Margaret Midas. Die ist irgend so eine Überlebende, hat keinen Bock auf Fremde und will hier einfach ihr Leben chillen, habe ich so Gefühl. Ja, würde ich einfach mal lassen, ne? Aber ich. Hey, Kollege Schnürschuh, hör auf damit. Sei lieb. Lass mich hier vorbei. Ja, okay, sorry. Oh, was bist du? Das ist aus dem ersten Teil, ne? Das ist dieser Leviathan aus dem ersten Teil, Digga. Der könnte mich einfach snacken. Crazy. Okay, das ist ein Schneefuchs. Können wir sonst noch was scannen? Wir müssen als Aufgabe jetzt... Ich kann nichts mehr scannen, ne? Nee. Als Aufgabe müssen wir jetzt auf die Insel, die da war, auf die einzige Insel... Kann ich hier einsteigen? Schade. Das wäre so krass. Hier geht's auch noch weiter runter, ne? Kurz einmal abchecken. Was gibt's hier? Gibt's hier coole Sachen? Sieht nicht so aus, ne?
Wie viele Nester gibt es denn hier, dass man alles abscannen muss? Das ist ja bestimmt ein riesen Labyrinth hier unterirdisch. Ah, ich hasse sowas, ne? Ehrlich. Hab ich für keine Geduld. Ich kack mich ein. Waren wir da schon? Nee, waren wir auch nicht. Hier ist noch so ein Ding. Was ist es? Hallo? Wärmereaktor. Hatten wir das nicht schon? Ja, Digga, es gibt einfach solche von dem Ding hier. Doppelte. Das hier haben wir einfach schon doppelt. Was bist du? Oh mein Gott, ja. Ultra hohe Kapazitäten, Luftflasche. Wild, 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 wild. Wichtig und richtig. Gibt's hier noch mehr? Wir müssen erstmal zurück. Weil wir sonst elendig ersaufen. Hat das Ding da irgendwas in der Hand? Nee. Normalerweise transportieren die irgendwelche Sachen. So. Kurz mal umdrehen. Wir müssen nämlich andersrum schwimmen. Kann man überhaupt hier andersrum schwimmen? Hatten wir ja auch schon was abgedrückt? Ja, okay, wir müssen weiter hier. Wir müssen hier nachschwimmen. Mit so einem fetten Ding hier. Boah, nicht so einfach zu schwimmen. Bleib überall hängen, Alter. Sorry, ich muss durch. Oh, sorry, ich muss durch. Passen wir durch? Ja. Easy. Alter. Au. Hier unten gibt's aber keine Nester mehr, ne? Wir sind hier draußen. Au. Die sind eher weiter höher. Diese Seekoboldnester. Ja, das kann nicht sein. Wir haben jetzt von allen Sachen fast alles erledigt, aber uns fehlt das letzte Nest zum Upgraden. Wenn ihr wisst, was ich meine. Digga, das ist so... Was ist das hier? So eine beschissene Schlucht. Ich will überall hängen. Das zerdeppert mir mein ganzes U-Boot. Ja, was jetzt? Wir müssen hier immer noch diese Nester finden. Hier geht's wieder rein. Ja, sieht sehr gut aus. Oh, der steigt immer so raus wie ein Rentner, ehrlich. Hatten wir das schon? Wir hatten das, glaube ich, schon. Nee, ist nichts zu holen. Kamen wir nicht hierher sogar? Oh, ich bin so kacke in sowas. Nee, kamen wir, glaube ich, her. Ist alles gelootet. Ich kann das nicht mehr. Hallo. Schlag ein, Mann. Hier kann mich jedes Mal irgendein Vieh von hinten holen. Wortwörtlich. Sorry. Hier sind wir durchgeschwommen eben, ne? Oh mein Gott. Upgrades. Das Nest. Let's go. Nein. Es ist der Wärmereaktor. Willst du mich verarschen? Digga. Wir haben zum zweiten Mal was gefunden, was uns nichts bringt. Wie? Was gibt's hier? Hatten wir dich schon? Ja, hatten wir. Ist das Arsch? Paddel jetzt einfach mal so hier durch, geht ein bisschen schneller. Boah, das ist aber ein bisschen verwinkelt, du. Hier waren wir aber anscheinend überall, ne? Ja. Hier war die Schlucht, ne? Ja, sieht so aus. Dass hier die Schlucht davon war, wo wir herkamen. Na, wo ist unser Mobil? Da ist unser Mobil. Solange es hier ein paar Pflanzen gibt zum Atmen, ist es okay. Ja, hier geht es dann weiter zu der Eulen. Da, wo die Lichter herzeigen. Geh weg. Ja, das ist ein bisschen verwirrend hier. Ich check das nicht so ganz.
Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ich bin auch schon drin, Mann. Beruhig dich. Au. Das haben wir auch schon. Wo kommen wir jetzt hier raus? Wo zum Fick? Da waren wir auch schon. Oder gibt es nicht mehr Sachen hier? Muss man die irgendwo anders finden? Weil wir haben jetzt locker ein paar Upgrades, die wir einfach offen haben. Bei mal 2 von 3, bei einem 1 von 3. Ich will mal 3 von 3, damit ich die auch hab. Ich will die scheiß Tauchflasche haben. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Hoppala. Geh mal ein bisschen höher, du. Steigen aus und schwimmen selber. Ja, ich glaube, hier kommen wir. Genau, hier ist es von der Eulen. Vielleicht finden wir auf dem Weg nach draußen ja noch so ein scheiß Nest von denen und kriegen endlich mal die scheiß Flasche von der Tauchdings. Die hohe Kapazität. Weil ich glaube, wenn ich nicht ganz dumm bin. Wo ist es? Wir haben die schon. Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. 4 mal Lithium, das ist ja gar nichts. Nachbrenner und Zugkraftmodule, die hätte ich noch gerne. Nachbrenner ist richtig wild. Da kann man quasi einmal einen Boost geben mit dem Ding hier, mit dem wir fahren. Wenn wir irgendwo in komischen Situationen sind, können wir richtig auf Gas drücken. Das ist ganz, ganz praktisch eigentlich. So, wir fahren erstmal hier immer weiter nach oben, ne? Gucken wir hier noch, was hier gibt, aber wir fahren immer weiter nach oben. Hoppala. Oh, wait a minute. Was ist ablegen meine Augen da? Da ist was. Nachbrennermodul. Jetzt haben wir's. Endlich. So, und weil wir hier noch nicht waren, guck ich mal kurz um die Ecke, ob hier noch so ein Ding ist. Oh mein Gott, halt's Maul. Halt's Maul. Ein Wurfhakenarm. Let's go. Haben wir den schon? Ich glaube schon. Aber egal. Nee, hatten wir noch nicht. Jetzt haben wir den. Oh mein Gott, hier ist noch was. Ah, nochmal ein Wurfhakenarm, oder? Egal, den nehmen wir mit. Dann verwirren wir uns nicht später nochmal. Rubin. Krass, dass wir hier noch nicht waren. Ich check das Spiel nicht. Sehr, sehr verwirrendes Game. So. Wir schwimmen einfach mal. Wir haben jetzt alles, was gefunden, was wir ja wollten. Im Endeffekt. Rubine haben wir. Wurfhakenarm haben wir. Wo zum Fick sind wir jetzt? Hier geht's nicht raus. Wir sind hier einfach in irgendeiner random Höhle. Ich will nach Hause. Oh Gott, da gibt's irgendwas Cooles. Scheiß drauf, Digga, wir gehen rein. Da gibt's irgendwas Cooles. Lass mich raus. Scan, 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 scan. Das ist das Beste in dem Spiel. Seebahn-Dockabteil. 1 von 3. Okay, das suchen wir jetzt auch. With this artifact, I am again able to trace the imprint of my people. They survived for a time, but then their presence becomes faint. By the way, wir haben so ein Alien im Kopf. Das waren anscheinend irgendwie die People, die hier früher gelebt haben. Kann man dich abbauen? Kann man dich scannen? Was bist du, Alter? Kann man dich essen? Ne, wir haben auf jeden Fall irgendwo so ein... Ja, komm mal, ich will hier rein. Wie soll ich das erklären? Es gibt hier so ein... Dieses ganze grüne Future-Shit-Scheiße, die ihr gerade gesehen habt. Das ist von den Ureinwohnern, sag ich mal. Und das sind irgendwelche krassen Aliens. Und da ist einer, der kann mit mir reden, der hat keinen Körper, also der chillt einfach da so und ist in meinem Kopf. Und ich soll ihm helfen, neben meiner Hauptstory mit der Schwester, 2 von 3, neben der Hauptstory mit meiner Schwester soll ich ihm helfen, zu wissen oder rauszufinden, was mit den Vorfahren von ihm passiert ist.
Ich soll mal keins abbauen. Also ich soll ihn auch zum Leben erwecken oder sowas. Ich kann so Sachen bauen. Also ich muss ihn quasi, die Sachen muss ich noch finden, wie ich das mache. Ich kann ihn auch zum Leben erwecken, indem ich seinen Körper einfach baue oder sowas. Ganz crazy Scheiße. Das ist aber ziemlich am Ende von der Story. Also man kann quasi hier ganz unten, das ist eher fürs Ende vom Spiel, hier Erbauer heißen die und man kann den Gewebe, Skelett und Organe, man muss den halt bauen und man baut quasi so ein Alien einfach. Man erweckt das Vieh einfach zum Leben. So, what the fuck. Ich denke mal, der hilft doch am Ende ein, aber ich weiß gerade nicht, wie das Spiel nochmal ausgeht. Ganz crazy. Da ist das letzte Abteil, was wir brauchen. Mein Gott, endlich. Mein Ding ist leer. Dann haben wir das Dock-Abteil auch. Dann haben wir so eine krasse Loot-Session gerade gehabt. Und dann geht's morgen oder so geht's dann weiter. Und, ja. Falls ihr es feiert, habt den Anfang leider nicht aufgenommen, aber ihr werdet es trotzdem feiern. Ja. Ich denke mal, das ist ganz geil. Das Spiel ist übel geil. Hier gibt es aber nichts weiter zu holen, aber wir können hier oben raus. Das ist anscheinend so ein, wie so ein Käse aufgebaut ist hier. So, nicht so tief. Oh, was bist du? Oh. Oh. Da können wir rein. Da gehen wir rein. Da gehen wir sowas von rein. Guten Tag. So, was gibt's hier zu looten? Kiste? Ja. Kiste. Mit Laserschneider öffnen. Zum Glück haben wir unseren Laserschneider doch dabei, Alter. So. Zack, bum, peng. Mach den Bums hier auf. Oh mein Gott, was war das denn? Was haben wir da aufgesammelt? Heiliger. Oh mein Gott. Kiste. Oh mein Gott. Versiegelte Tür. Das kenne ich alles gar nicht. Das Game habe ich gezockt, als es rauskam vor 2 Jahren. Jetzt gibt es so viele neue Sachen. Holy shit. Vielleicht das Ende auch anders. Ich kann mir das Ende. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Ende ausgeht. Aber ich glaube, sie hat die Schwester nicht mehr gefunden. Weil die dead ist. Spoiler. Huch. 2 von 3. Ein Kommandostuhl. Den will ich in meiner Base. Aber das ändert. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Looten, 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 looten. Ich muss raus. Looten, 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 looten. Links. Looten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das ist die Tür. Ja, aber das ist gerade nicht so ein krasser Spoiler. Weil es ja nicht primär dann am Ende um die Schwester, also doch schon, die will die Schwester halt suchen, aber es handelt sich auch, es dreht sich einfach um den ganzen Planeten, der ist so richtig mysteriös und sowas. Also, das Game ist einfach übel geil. Im ersten Teil, den wir zocken, da gab es auch so eine Seuche hier im Wasser und man musste die Seuche erstmal heilen und man konnte entweder die Seuche heilen oder einfach mit der Seuche einfach sich verpissen. Also man ist ja abgestürzt hier auf dem Planeten und man musste sich eine Rakete bauen, um wieder wegzukommen. Das ist so die Story aus dem ersten Teil. Da spielt man irgend so einen Dude. Und der Dude ist von dieser Altera, also es ist halt von dieser Firma oder Organisation. Ich glaube, die ist irgendwie kacke, aber irgendwie nicht. Keine Ahnung, was die gemacht hat. Vielleicht sind die böse. Auf jeden Fall mögen die hier nicht. Keine Ahnung warum. So, wir paddeln jetzt mal weg. 1 Uhr, Alter. So. Ja. Wir schwimmen jetzt mal hoch und Richtung Base, würde ich mal sagen. Base ist 600 Meter entfernt. Piloten. Ja, da waren wir aber schon. So, wir müssen erstmal zur Base. Dann bauen wir ein bisschen Schnickschnack. Und dann gehen wir zu dieser Insel und deaktivieren diesen fetten Haufen Shit. Oh mein Gott, was bist du?
Oh mein Gott, was bist du? Bist du böse? Bist du böse? Das ist ein Wal. Irgendwie sieht er nicht so gruselig aus. Was bist du da hinten? Ah, ne, du bist ein Hurensohn. Du bist ein Hurensohn-Hai. Scheiß drauf. Oh mein Gott. Sehbaren Aquariumabteil. Ja. Einfach random gefunden. Digga, was ist mit der Seebahn? Das ist ja richtig geil dann. Der hat einfach ein Aquariumabteil dann. So, wir schwimmen einfach weiter bis Base. Scheiß drauf. Wir brauchen jetzt nur so ein bisschen, was wir looten müssen, wäre Glas. Also Quarz erstmal ein bisschen. Hier ist Quarz. Oh, hier ist sehr, sehr viel Quarz. 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 Lithium nehme ich auch mit. Nehme ich auch mit. What the fuck, Mann? Das war's hier. Wir müssen unbedingt diese scheiß Seebahn erstmal zur Base fahren. Digga, ist. Der Wal ist doch voll falsch hier, oder nicht? Moin, Meister. Da muss unsere Base. Ne, da ist der Wal. Und da hinten kommt. Da hinten können diese fetten Viech. Bro! Lass mich in Ruhe, Mann. Da hinten spawnen diese Riesenviecher einfach. Junge, bin ich froh, gerade hier wieder weg zu sein. Heilige Mutter Gottes, ist das anstrengend. So. Nee, nicht aufsteigen, Mann. Ich will meine Sachen aus dem Boot holen. Scheiß drauf, Digga. Lass alles hier rausholen. Die Batterien lasse ich extra drin für schlechte Zeiten. Und oh mein Gott, hab ich mich eingeschissen. Ach du Scheiße, Digga. Wo will sie denn hin? Was ist ihre Mission? Digga, die paddeln hier alle aus ihren Biomen raus. Das ist ganz, ganz komisch. So, die haben ja festgeschrieben. Eigentlich haben die ja festgeschriebene Biome, wo die ganzen Viecher immer spawnen. Oder rumschwimmen. Sie geht richtig auf Tour. Sie hat keinen Bock auf das Spiel und bleibt einfach irgendwo. So. So, ich habe Energiezellen und die anderen stecke ich jetzt an Ladekabel. So. Zack. Batterien, habe ich auch noch welche, die leer sind. Zack. Wie gut. Smart, das könnt ihr alle aufladen. So. Wenn ihr ins Fenster guckt, da oben schwibbelt die Qualle noch rum. Die hat gar keinen Bock mehr auf ihr Leben und geht einfach mal ein paar Touren. Aber naja. Oh ja. Lecker Nüsse. Mein Inventar ist so voll, scheiße. Egal, muss ich halt so essen. Boah, das ist so OP, sich Sachen anzubauen in dem Spiel. Warte mal. So, dieser Mehrzweckraum. Heiliger Mutter, Vater ist sehr riesig. Kann man den so dran sitzen? Geht das oder muss man den seitlich? Das ist doch scheiße. Muss der Eingang an der Seite sein? Ne, muss er nicht. Zack. Fuck, den haben wir nicht da dran gebaut. Warum? Das ist doch scheiße. Und wieder abbauen. So, ich muss in die Base rein, um den zu bauen. Kann das sein? Bisschen Base basteln hier, aber ich check das hier gerade nicht so. Muss ich? Leute, ich
Hä? Wie, also muss ich jetzt meine ganze Base komplett abreißen, weil ich mit dem als Startpunkt spielen muss? Ist das der Hauptpart? Also den kann man nicht connecten zu den anderen? Muss doch, oder nicht? Ist doch eine Linie, guck mal. Zack. Zack. So, wenn ich den jetzt baue. Und ich hier... So ein Segment... Boah, guck mal, Leute, ich bin einfach Bob der Baumeister, ehrlich. Guckt euch es an. Wie gut. Wie gut. Bob der Baumeister einfach. Ups, ups, ups. Einfach wow. Einfach wow. Digga, wie riesig das Ding ist. Holy shit. Fenster ist immer noch auf, ne? Ja. So, und hier können wir ganz geile Sachen drauf machen. Wir machen erstmal ganz gediegen. Ne, brauchen wir gar nicht. Behalten wir es erstmal. Was bauen wir hier rein? Wir können erstmal einen schönen Wärmereaktor bauen. Einfach einen Kühlschrank, Alter. Ich baue einfach einen Kühlschrank. Ich baue ein Bett. Why not? Eine Bank. Einfach eine Bank. Ach, hier ist der Wärmekraftwerk. Wir brauchen Magnetit. Aerogel. Wo zum... Bitte habe ich Magnetit. Lass mich raten. Das Magnetit finden wir da, wo wir eben waren. Ganz tief unten bei dieser Eulen. Bei dieser... Wo es so gottlos tief war. Hundertprozentig. Scheiße. Ja, ne? Wir bauen uns erstmal zwei Blumentöpfe und ballern uns hier mal was essensvorratsmäßig. Wo sind Blumentöpfe? Es gibt ein Beet. Gibt es ein Innenbeet? Außenbeet gibt's. Ja, für außen habe ich nichts. Normaler? Holen wir den gehobenen Klassen. So. Wir holen direkt mal hier ein paar Blumentöpfe. Zwei Stück. So nebeneinander, so ein bisschen. Pflanzen wir unsere eigene Scheiße hier an. So, und jetzt haben wir wenigstens das. Was bauen wir alles in diesen Raum rein? Der ist riesig. Ich wäre auf jeden Fall dafür, wir bauen das erstmal, bevor unsere Energie gleich oben absaft geht. Bauen wir ein bisschen mehr von Satellitenschüsseln, Digga. Den Dingern hier drauf. Kann man die auch hier drauf machen? Ist ja auch cool. Dann stört's nicht so krass in der Optik. Können Sie bitte leise sein da hinten? Ich möchte hier bauen. Und diese Nachbarn, Alter. Warte mal, das sieht doch bestimmt scheiße aus von oben, oder? Boah, Junge, hier die ganze Todesschreie, heilige Mutter. So. Machen wir erstmal das Wichtigste. Ich will mit 4 Lithium eine krassere Wärmeflasche, Digga. Eine Luftflasche haben. Bauen wir uns den Shit erstmal. Raus mit dir. Und verbesserte Sauerstoffdings. So, und jetzt können wir, glaube ich, 500 Meter tauchen mit dem Ding. Das ist noch gar nichts in dem Spiel. Ihr wisst ja, wie weit wir eben waren. Stufenmodul 2. Ich glaube, das ist 5 Meter. Und auf 3 brauchen wir Nickelerz und irgendwas anderes. Das ist crazy scheiße. Die kriegen wir erst ganz tief unten. Also das Game ist, das geht nicht in die Breite, sondern in die Tiefe. Das ist bei dem Spiel krass. Die Map ist nicht riesig, aber sautief. 650 Meter können wir tauchen. Jetzt geht's, jetzt kracht's. Jetzt kracht's richtig, Digga. Wir haben eh nur ein magisches Glas gebraucht. Lol, eins? Was brauchen wir denn? Zwei emaillierte Glases. Check ich gerade nicht. Brauchen wir nicht für was anderes auch?
Für das Ding hier? Ne, Titanbahn und erweiterter Kabelsatz. Da bauen wir uns das auch mal. Scheiß drauf. Titanbahn, erweiterter Kabelsatz. Zack. Zack. Wo ist der erweiterter? Haben wir keinen mehr? Wie macht man einen erweiterten Kabelsatz? Haben wir keinen erweiterten Kabelsatz mehr? Bauen wir uns mal einfach so aus Silber. Erstmal ein normaler erweiterter mit einem Computerchip. Den habe ich sogar noch. Oh Gott, dieses Vieh hört man immer. Da ist der Chip. So. Ja, ist ein bisschen doof gemacht mit der Base. Jetzt, ich glaube, ich reiße den ersten Teil auch einfach ab. Von der Base. So, und jetzt können wir uns dieses Dock bauen, ne? Von draußen aber. Aber wohin bauen wir das? Ich würde an sich würde ich den Teil der Base einfach abreißen und einfach mit dem Teil hier weitermachen. Und dann den Dock würde ich hier links dran klatschen vielleicht. Alter, wie groß ist das Ding bitte? Wie connectet man das denn? Oder baue ich das irgendwie... Baut man das über die Dinger? Ich check's nicht so ganz. Um ehrlich zu sein. Aber wir haben es einfach nur falsch schon die ganze Zeit gesetzt, kann das sein? Wir sind so doof, oder? Ja, oh mein Gott, wir haben es falsch gesetzt. So, jetzt bauen wir diese Röhre hier dran. Zack, bum, peng. So, jetzt ist das hier dran dran gemaked. Jetzt können wir so reinfahren damit. Ja. Okay, okay, okay. Fahren wir mal rein. Lol, wo kommt sie denn her wieder? Sie ist einmal across the map gegangen. Sie hat richtig Bock auf Erkundungstour, Mann. So, nio. Einmal rumdrehen. Das Game macht so fucking süchtig. Und es sind so Updates rausgekommen, Digga. Die kann ich nicht mehr. Wo ist das fette Vieh? Da. Kann ich das bis zu meiner Base eigentlich locken? Kann ich hupen? Nee. Nein, nicht aussteigen, Digga, nicht aussteigen. Falscher Knopf. Kann ich hier reinfahren, so. Au. Ah! Ah, wie cool! Ach, das ist meine Abteile. Ah. Ja, alright. Ich würde sagen, das war's dann für den Stream. Die Singer sind immer noch nicht gewachsen komplett. Schade. So, wir sind ein paar Mal fast gestorben heute. Haben unsere Base aber richtig upgegradet. Unsere ganze Butze, unseren ganzen Stuff. Und wir wären ready, echt jetzt für das Late Game. Das ist so geil. Wir haben einfach eine fucking Docking Station an unserer Bude. Ist mal so Rundfahrt. Einfach an unserer Bude ist diese Docking Station mit unserem Zug. Und der Zug kann noch so hart erweitert werden. Das ist so geil. Und ich will den Zigeuner nochmal. Ich speichere einfach mal. Dann logge ich den Typen noch an. Für den Abschluss. Hallo. Oh. Haha, du Lutscher. Kann ich dich scannen, Mann? Ich kann dich ja bestimmt irgendwie scannen. Wenn ich das überleben würde. Mann, wieso bist du so schnell? Ach du Scheiße. Ausgewichen. Doch nicht. Komm, ich will dich scannen. Dreh.
Hä? Hallo? Der hat abgeblockt bei ein paar Prozent. Hab dich. Er hatte mich. Okay. Das, bevor das Spiel speichert, war's es auf jeden Fall. Sonst haben wir Items verloren, aber egal. Scannen wir das Ding in der nächsten Runde.